Moin Leute, ich grüße euch zurück zu einem neuen Let's Play. Wir spielen Ratchet & Clank A Quake in Time, den Nachfolger von Tools of Destruction und Quest for Mochi. Ja, wir wissen jetzt in etwa, wo Clank sich aufhält und ja, gehen, wie es hier jetzt vorangeht. Die Weisen sagten einst, dass die Zeit lebt und atmet. Mächtig, wundervoll und oftmals grausam. Sie kann die stärkste Armee besiegen, formt Berge nach ihrem Willen und verwandelt ganze Ozeane in Staub. Doch auch der Zeit selbst drohen Gefahren von jenen, die sie beherrschen wollen, verseuchen, ihren dunklen Plänen unterwerfen. Sollte das je eintreffen, braucht das Universum einen wahren Helden, der das verhindert. Bist du bereit? War das gerade ein Lombax? Okay. Ja. Die Zeit ist das Game. A Quake in Time. Drücke die Starttaste. Wir wollen loslegen. Oh, Community. Erstmal Option, let's go. Spieloption, Effektlautstärke. Oh, das sieht eigentlich gar nicht mal so schlecht aus. Sprachlautstärke, Filmlautstärke. Runter hier. Mal gucken. So, das sollte passen. Audiomodus. Kopfhörer oder automatisch? Das ist seltsam. Hilfetext, Waffenmeldungen. Bei jeder Waffenausrüstung eine Meldung an. Kann man ruhig mal anlassen. Untertitel brauchen wir nicht. Helligkeit? Es tut sich gar nichts. Okay. So, Steuerung, Tastenbedingungen. Standard, Shooter, klassisch. Kamerageschwindigkeit? Ja, darf ruhig ein bisschen höher sein. So, oben, unten, links, rechts, schnell. Schnell, Auswahlpause, ja. Ja, okay. Standard halt. Löschen. Okay, dann starten wir ein neues Abenteuer. Let's go. Und ich wünsche euch auch hiermit wieder viel Vergnügen, viel Spaß mit diesem Game. Ja. Neues Spiel. Let's go. Und natürlich spielen wir auch hier auf schwer. Nein, ein Abenteuer für Profis. Let's go. Schon wieder? Bist du das graue Rechteck unten gerade noch sehen kannst? Welches graue Rechteck? Was heißt hier? Oder? Keine Ahnung. Welches Rechteck? Das wäre hier. Okay. Interesting. Let's go. Fantastischer Junge, so klug. Zur Welt kam er in einer Roboterfabrik in der Solana-Galaxie. Doch genau genommen wurde er viel weiter entfernt erschaffen. Mein Sohn heißt XJ0461. Doch im Universum kennt man ihn als Clank. Mein Erzfeind! Jetzt vergeht dir das Lachen, was? Sir, die Zoni lassen fragen, wie wir vorankommen. Wie lange müssen wir uns mit diesen Trotteln dennoch gutstellen? Er erinnert sich nicht. Ihr müsst regeln. Ja, ich regle es, ich regle es! Sisterboard-Scan wird gestartet. Okay, mal sehen. Lieblingsfarbe grün, Lieblingszahl 83 Milliarden 4,7. Bla bla bla. Zugriff verweigert. Neuralschutz aktiviert. Nein. Nein! Nein! Wieder kein Zugriff! Es ist hier drin, Lawrence. Irgendwo in diesem Hirn steckt der Schlüssel zur Orbus-Kammer.
Meine Orbuskammer. Eure Zonigkeit, dürften wir kurz einen Blick in die Kammer werfen? Keine Orbuskammer. Kammer ist für Herr allein. Na schön. Dann ist es Zeit, dass unsere Partnerschaft ein Ende nimmt. Sagt Hallo zum... Nicht der Hyperschall-Hirnwellen-Zerhacker. Hyperschall-Hirnwellen-Zerhacker! Verzeihung, Sir, erwähnte ich, dass unsere Geräte extrem empfindlich auf Schallwaffen reagieren? Hilfsgenerator aktiviert. Was zum... Erst wach! Aufhalten! Okay. Flüchten wir vor Dr. Nefarius. Okay, cool. Okay, wir starten das Spiel mit Clank. Cool. Auch nicht schlecht. Hui! Eieieiei, ganz schön laut. Was? Ja, Ich bin deine einzige Hoffnung, Dr. Nefarius zu entkommen. Geh in den Lüftungsschacht und bleib nicht stehen. Da bist du, du kommst dir natürlich bekannt vor. Cool. Jungs. Gut, vorher bist du sicher. Wo bin ich? Was macht Dr. Nefarius hier? Ich erkläre alles, sobald du in Sicherheit bist. Doch jetzt müssen wir dein Augenreaktionsvermögen kalibrieren. Schau an den Augenscanner links von dir. Was? Links? Ach so. Gut, okay. Und jetzt in den rechts von dir. Erstmal am Dancen irgendwie, keine Ahnung. Okay, gut. Und jetzt in den Scanner über dir schauen. Okay, let's go. Schön. Und auch noch der unter dir. Okay. Geschafft. Bist neu kalibriert. Jetzt beeil dich. Ich halte sie auf, solange ich kann. Kamera schon. Quantenstabilisatoren inaktiv. Zeitsysteme ungeschützt. Okay. Folge der Anweisung des Hüters. Ja, Sindo-Planetenraum. X zum Springen. Ja, gut, das ist Klassiker. Was? Eieieiei. What? Komm zurück! War nur ein Scherz! Objekt fest schon! Ihr habt doch Spaß, oder? Wisst ihr doch nicht, euch sagte, wo euer neuer Herr ist und ihr ihn entführt habt? Aha. Und tschüss. Wir wollen nichts Böses. Subjekt geortet. Was? Wie? Wo? Okay. Machen wir erstmal weiter. Okay. Gut. Schauen wir uns um. Speicherpunkt. Verlass die Uhr. Dafür gibt es eine völlig logische Erklärung. Aber befassen wir uns lieber später damit. Okay, cool. Oh, was ist denn hier passiert? Ja, genau. Warum schweben die Dinger? Ja, cool. Her mit der Kohle. Ja, mache ich die ganze Zeit schon. Oh, es sind bis zu 3 Aufladungen möglich. Ihr habt mich geupgradet. Okay, cool. Hui, hui, hui. Damit dürften definitiv einige interessante Setups möglich sein. Ich bin auf dem Weg, Clank. Du musst hier weg.
Ja, ich bin ja schon mehr oder weniger auf dem Weg. Wow. Ist da sonst noch irgendwas? Hier sehr viel kaputt, muss ich sagen. Vor allem die Länge, wie man hier in der Luft halten kann, finde ich schon mal sehr gut. Warte mal, ihr seid doch hier. Quantenstabilisatoren inaktiv. Ah, okay. Zeitsysteme ungeschützt. Was? So, Clank ist in Impuls unter Station 6. Unsere Truppen stehen direkt vor der Tür. Clank! Hier hoch! Schnell! Da hoch, okay. Durchschneidet die Tür. Okay. Das Gefühl, gegen die komme ich nicht so ganz an als Clank. Ah, ich hab Zeit. Naja, super. Oh! Okay. Jetzt? Ich habe eine Idee. Ich lasse den Hyperschall-Hirnwellen-Sager in den Raum. Was? Warum? Schnell! Bevor sich die Energie verflüchtigt! Okay. Alles in Zeitlupen-Modus. Apropos Zeitlupe. Zeitkatastrophe erkannt in 3, 2, 1. Große Uhr, Sektor 1. Abweichende Zeitaktivität im Drugol-Sektor erkannt. Ihr seid weird. Ihr seid weird, Roboter. Oh, hallo. Knack, knack, knack. Hä? Was hast du zugelassen? Ach, keine Ahnung. Wow! Okay, 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 okay. Okay, was ist das hier? So, wir haben das Signal des Hüters geortet. Er ist in Sektor 1, im Besenschrank. Im Besenschrank? Und unterbricht die Übertragung. Okay. Interessant. Wo sind wir hier jetzt? Ja, ist okay. Ist okay. Zwischenfall im Sektor 6. Zeitreiniger werden aufgesandt. Zeitreiniger? Ach ja, es gibt wieder Trophäen. Erst aber schon Clank, was Trophäen hatte. Ich habe geahnt, dass Sie dahinter stecken. Wohin haben Sie mich gebracht? Erkennst du es nicht? Das ist dein Zuhause. Die große Uhr. Ein Wunderwerk der Wissenschaft und Magie. Entwickelt von den intelligentesten Zoni aller Welten. Und konstruiert in der Mitte des gesamten Universums. Plus minus 15 Meter. Nur aus Neugier. Welche Lüge haben Sie den Zoni auf Ihrem Rachefeldzug aufgetischt? Rache? Du glaubst, ich hätte das alles nur aus Rache auf mich genommen? Und ich soll ein Egomane sein? Sag mir doch einfach, vorbei ist vorbei. Lawrence! Hinter Ihnen, Sir. Aktiviere die Kugel der gemeinen Bewegungslosigkeit. Okay. Wow. Soll ich wieder die Mnemonic-Station vorbereiten? Nein. Ich habe eine bessere Idee. Aber Sir... Geduld, Lawrence. Wir haben alle Zeit des Universums. Oh je, was für ein Süppchen kochst du, bitteschön? Cool. Sehr schön. Rigo-System, Polaris-Galaxie.
der Weltraum. Unendliche Weiten. Unendliche Weiten. Wer hier seinen Autoschlüssel verliert, findet ihn wahrscheinlich nie wieder. Zu Ratchets Glück war Captain Copernicus Elkwark mit von der Partie. Seine Mission? Den einzigen Freund des Lombax retten. Yep, ohne Clank war Ratchet allein im Universum. Allein. 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 Du weißt, dass das Schiff einen Schleudersitz hat. Sorry, man könnte sagen, dass es mir in den Fingern juckt, bei dem Gedanken wieder im Heldengeschäft zu sein. Diese wilden Pferdchen waren zu lange im Stall. Ja, hu-hei, yeah. Klar, halte einfach die Augen offen. Telvin meint, in diesem Sektor wimmelt es von Söldnern. Ganz ruhig, mein Freund. Meine Wachsamkeit ist ungebrochen und legendär. Achtung, Achtung, nicht identifizierte Anomalie erkannt. Festhalten, Leitausweichmanöver 1. Oh-oh. Oh nein, wir gehen drauf, wir sterben. Gut, dass ich saubere Unterwäsche trage. Halt die Klappe! Wir werden nicht sterben! Aphelion, aktivier die Gravimetrik-Stabilisatoren! Negativ. Stabilisatoren inaktiv. Düsen inaktiv. Landeklappen inaktiv. Okay, wir werden also sterben. Uff. Wie kann Quark sich eckig so klein machen? Oh. Wow. Ich weiß. So viel zu sauberer Unterwäsche. Au. Das tat sich ja weh. Airbags. Zum Teufel sind wir? Wer weiß. Vielleicht lüftet sich das Geheimnis bei einem gemütlichen Spaziergang durch diesen Dschungel. Ja, gemütlich. Alter, was ist hier passiert? Ich quer den Solarwald. Okay. So, hier ist ein Teleporter. Das ist wahrscheinlich irgendwie ein Weg für zurück. Oh, wow. Ich gehe hier einfach durch Büsche und bekomme Geld. Ich gehe durch Büsche und bekomme Geld. Lasst euch das mal auf der Zunge zergehen. Gestrandet auf einem feindlichen Planeten, erkannte Captain Quark, dass ihm auf seiner Rettungsmission das schlimmste aller größten Übel gegenüberstand. Die Natur selbst. Irgendwie habe ich wieder mal keine Sturmstiefel. Okay, ich habe den Konstruktorpistole. Stufe 1, natürlich. Wie könnte es auch anders sein? Ist ja nicht Quest for Quichi. So, hier ist alles einmal abgefackelt. So, anscheinend bin ich hier in irgendeinem Ruinengebiet gekommen. Jetzt einfach durch Büsche und bekommst Geld. Hammer. Ich werde bezahlt, durch Büsche zu gehen. Oh, was seid ihr denn? Pilzköpfe. Einfach mal ein paar Pilzköpfe. Okay. Ich finde... Extras? Stilpunkte, Cheats, Grafikentwürfe, Filmsequenzen, Kostüme. Und es gibt Goldbolts. Spieloptionen, Musik, Lautstärke, Effekt. Effekte sind schon sehr... Ja? Wow. Es ist immer noch recht laut. Irre. Die Natur greift an! Die Natur greift an! Ich habe keine Munition mehr. Warum habe ich nur 40 Schuss auf dieser Waffe? Okay, kein Problem. Ich kann nicht sonderlich schwimmen. Warte einfach hier. Ich suche dir einen anderen Weg hinüber. Na toll! Dieser Regen ist Gift für meine Spandex-Wäsche. Wow! Hey, das, was ist das hier? Pfeil.
irgendwas sagt mir da noch was, aber ich weiß jetzt nicht mehr was. Okay, R2-Viereck zum Schlüssel werfen. Wahrscheinlich wird es hier auch wieder diese Mechanik geben, dass ich hier mit diesem... Ich hab's vergessen, wie das heißt. Dinge zu mir ziehen kann. Danke für die Kohle. Ah! Was ist denn überhaupt der Plan? Naja, wo Brücken sind, gibt es auch Leute. Wo Leute sind, gibt es auch Schiffe. Verstehst du, was ich damit sagen will? Hey, das ist verdammt clever. Du wirst einen tollen Helfer abgeben. Toll. Ups. Sieh dir nur diese herrliche eingeborenen Kunst an. Toll. Hier zeige ich's Kulturgut. Du bist ja nett. Okay, Wasser? Wasser? Dschungel? Ruinen. Oh, Quark, siehst du das? Irgendwas stimmt mit diesem Planeten ganz und gar nicht. Es ist so, als wäre die Zeit irgendwie kaputt. Ja, irgendwie kaputt. Das trifft's eigentlich gar nicht mal falsch. So, da unten gibt es nichts. Oh, schön, dass du das da wieder kaputt machst. Ach schon, blöde Tür. Ich suche mir einen anderen Weg. Kommst du klar mit diesen Dingern überall? Bitte, ich werde doch mit ein paar Winzlingen fertig. Wow. Oh Mann. Oh Mann. Auch die Vögel, alles ist stehen geblieben, ne? Irre. Super, Clank in der Gefangenschaft und wir fuseln uns irgendwo in der Weltgeschichte. Wie die Zeit verrückt spielt. Okay. Ach, Hilfe! Ihre Eltern sind hier! Oh, oh, oh! Große Pilze! Ich hab natürlich keine Munition! So, wie groß sie sind. Die waren furchtbar. Komm schon, vielleicht gibt's hier irgendwo ein Hotel. Na, ein Hotel. Wasser. Mein Erzfeind. Wirklich. Es ist nur Wasser. Ich meine, gut, wenn ich hier in Wasserfall runterfliegst, dann ist Feierabend, keine Frage. Aber bitte, übertreib es nicht. Oder oben ist ein Händler. Da sind doch ein paar Pilzköpfe. Brauch Munition. Leider keine Kiste mit Munition. Quark, was war das? Was hast du schon wieder gemacht? Okay. Miss hat darauf reagiert. Und da sind wir gekommen. So langsam. Das Wohl seines Gefährten springt Captain Quarks nobler Helfer wie ein Ninja von Stein zu Stein. Unter ihm 20 Todeszentimeter kristallblauen Wassers. Okay, ich habe eben irgendeinen Stilpunkt freigeschalten. Und sehr geil. So, ich knacke mal hier durch. Und Munition. Endlich. Ja. Dieses Baby sorgt für maximalen Schaden und kostet auch nicht die Welt. Nur 1000. Okay, cool. Willkommen zurück, Chef. Komplette Muni. Drin, Chef. Und Mr. Zuko in Kürze und Eruptor. Okay, aber einen Konstruktorbombe nehme ich schon mal mit. Für 1000? Ja, dann mit. Es ist leid, für jede Gelegenheit die passende Waffe kaufen zu müssen. Probieren Sie Grummelnets neue Konstruktorreihe und petten Sie Ihr Arsenal auf. Jede Waffe kann mit jeder Konstruktoraufrüstung modifiziert werden. Feuerrate, Munitionstyp, Spezialauslöser. Wovon Sie träumen, Konstrukto liefert es Ihnen. Jetzt in drei Geschmacksrichtungen. Konstrukto Bombenwerfer, Konstrukto Pistole und Konstrukto Flinte. Eine anpassbare Waffe? Okay, Chef, was kann ich für Sie tun? Das ist cool. Okay, cool. Sehr
Cool. Okay, aber ich würde sagen, hiermit beenden wir den Part. Ich danke wieder fürs Reinschauen und bis zum nächsten Mal wieder. Tschüss.